Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Friday the 13th. Ja, wir haben jetzt gerade wieder hier bestätigt, werden auch gleich wieder mit ins Match gehen. Wir wollen mal gucken. Müsst ihr ja nur so zu sagen haben? Change the map. Go, change the map. What the fuck? Was sind da für Kinder dabei? Alter! Bei den Amerikanern gibt es auch keine Alterseinschränkung, wenn es um Brutalität geht. Ne? Aber ein Nippel darf man nicht zeigen. Nippel ist nicht. Brutalität bis ins kleinste Detail. Völlig egal. Darf jeder Dreijährige. Aber Nippelblitzer, Alter. Damit versaust du den ganzen Fernsehsender. Ja, mit hohen roten Zahlen geht's hier los, aber auch schon wieder runtergegangen. Ghost ist unser Killer, so wie es aussieht. Ich weiß es nicht. Higgins Haven 1984. Es steht immer derselbe. Und wir sind Kenny. Hallo Kenny. Bist du ein braver Junge, Kenny? What the fuck is happening? Ja. What the fuck is happening? Was zum Teufel ist passiert? Wenn wir das wüssten, dann wären wir nicht hier, wo wir gerade sind. So. Dann suchen wir hier mal nach Gegenständen. Oh. Ich höre schon die Mucke. Ich hoffe, er kriegt jetzt nicht sofort einen Muffel. Oh, super. Oh, oh. Bin mal gespannt, ob er jetzt auf mich losgeht, weil er sauer ist. Weil ich ihn auf fiese Art und Weise, wie eine fiese Möb, gekillt habe. Ist das ein Ast? Was soll ich denn bitte schön mit einem Ast? Los, rein da. So, wir hatten auf jeden Fall schon mal Horrormucke. Das bedeutet, der war nicht gerade bei... Oh, oh. Wir haben Angst. Dieser Rand um den Bildschirm herum, der zeigt an, dass wir Angst haben. Der sollte nicht zu schnell zu hoch... also... zu voll werden. Das wäre äußerst ärgerlich. So, wie funktioniert das damit? Wie können wir denn damit jetzt Hilfe rufen? Nein! Ach du Troll! Hier, mach die Schublade auf! Jetzt hör auf, da den Pott zu wechseln! Da wechselt er immer zwischen Top- und Baseballschläger. Was ist besser? Ach, ich nehme lieber die Bratpfanne. Sieh an! Da brauchen wir eine Fuse für. Eine Sicherung. Machete oder? Nee, ich nehme mal die Machete. Ich glaube, ist zum Zuhauen besser, oder? Zack. Warum die auch immer so ausholen? Aber wir verstecken uns jetzt nicht im Dixie-Klo. Können wir das reparieren? Nee, ohne Fuse ist nicht. So, lauf mal. Lauf, mein Freund. Einmal hier rein. Ist doch bestimmt in der Nähe so eine Fuse. Nope. Oh, wir fürchten uns schon wieder. Nein, nicht damit auswechseln. Oh, wo ist denn? Machete. Wie doof. Oh, oh. Oh, oh, he's coming. Oh, oh. Fuck, fuck, fuck. Nein, 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 nein. Haben wir nichts, um uns zu wehren? Los, Breakthrough. Du dumme Sau. Machen wir mal zu.
Ach Scheiße, ey. Hier kommt man nicht einfach so raus, ne? Los, lauf, lauf. Hier haben wir Last. Oh, oh. Wo ist er? Oh, hier war er schon drin. Mann, Mann, Mann. Hör ich ihn noch? Ah, ich hab ihn irgendwie am Arsch kleben, aber ich weiß nicht wo. Alter, bleib da doch nicht an so einem blöden Stein hängen. Nein! Ah, so! Da! Zack! Ja. Da sind wir dahin. Oh, super, wir sind der Erste, der gestorben ist. Toll, du Arschloch. Da liegen wir. Hm. Dann gucken wir noch mal, wie die anderen das machen. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, die erste ist am Flüchten. Ernsthaft, du kurfst da jetzt rum? Okay, will noch jemanden mitnehmen? Ah, wie geil! Ja, wie geil ist das denn? Da kommt ja erstmal ran und wirft die runter. Ah, wie geil! Und oh. Wie mies. Oh, der Jäger ist da. Der Jäger. Oh. Jason is alive. Hier ist der Jäger. He's even more powerful now. Da unten. Wir haben aber nur einen Schuss, soweit ich weiß. Da rennt jemand vor Jason weg und Jason rennt dort hinterher. Er hat Muffe. Wo ist er? Erschossen! Oh oh! Weiß nicht, ob er uns hier sehen kann. Aber wir haben den anderen eine Chance gegeben. Wir haben den anderen eine Chance gegeben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auch noch
überleben müssen, aber ich glaube fast nicht. Doch, wir konnten helfen. Trotzdem hat er noch Muffe. Ja. Oh oh, die Mucke fängt wieder an. No! Wir haben dich doch schon erschossen, du Penner. Was willst du von uns? Ah, super. War noch zugeschlossen. Ja, ich meine, uns wird nicht mehr viel passieren, aber... Was ist da? Und jetzt? Jetzt fahrt doch weg! Erstmal Mucke angemacht, ey. Doch. Aber hier liegt nichts mehr rum, womit man sich irgendwie wehren könnte. Das ist ein bisschen doof. Hoffentlich seid ihr jetzt abgehauen. Naja, sind die jetzt abgehauen oder nicht? Don't. Ja. Hier brennt ein Feuerchen. Das wisst ihr bereits. Weil hier standen sie ja alle. So, bisschen wieder die Stamina aufgeladen. Das war meines Erachtens nach wichtig. Oh. Er ist mehr oder minder in der Nähe. Haben wir gerade sehen können auf der Minimap. Ja. Und das wollen wir nicht. Ah, oh, super. Jetzt haben wir zumindest eine Kleinigkeit, mit der wir uns wehren können. Aber besser wäre es noch, wenn wir noch etwas finden. Irgendwie wurde schon alles durchsucht. Oh, toll. Andere Rohrzange. Quasi genauso dumm ist wie die eine. Oh, sieh an! Baseballschläger! Ja, Kopf im Feuer, da habe ich keinen Bock drauf. Die Punkte lassen wir ihn nicht machen. So, da vorne ist etwas Gelbes. Eine Scheune. Was bringt uns diese Scheune? Das wäre interessant zu wissen. Gehen wir mal rein. Nun haben wir wieder Muffe. Oh, alles voll mit Bärenfallen. Wieder draußen. Ach, der ist da hinten schon wieder. Dann lassen wir ihn da auch mal laufen, ey. Wir wollen ja jetzt hier mit unserem Kollegen auch nicht unbedingt drauf gehen, ne? Aber wir könnten uns einmischen und helfen. Einfach nur helfen. So, Batterie. Hier fehlt noch eine Batterie. Alles andere ist fertig. Was hast du für ein Problem? Verpiss dich mal. Boah, genau.
Das ist die beste Idee, die du gehabt hast. Ach du Scheiße. Sackgasse! Tschüss! Dedel, 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 dedel. Jetzt, hallo? Genau, am besten, wenn du im Zaun festhängst. Scheiße, falsche Richtung gehauen. Du blöder Troll. Naja, er ist hin. Schade. Tja, draußen macht wohl jemand Feuer. Wir sind gestorben. Oh ja, das sind wir. Tja. Bringt das was, wenn man da steht? Das weiß ich gerade nicht, ob das überhaupt irgendwas bringt, wenn man da steht. Und die nächste stirbt. Und du gehst gleich unter, ne? Unklar, oder? Was macht ihr da eigentlich für dumme Sachen? Ja, zum Überleben muss ich feststellen, ist in diesem Spiel nicht leicht. Gewiss nicht leicht. Vor allem das Schlimmste ist, sich gegen Jason zur Wehr zu setzen. Ja, wo willst du jetzt hin? Rennst du mit deiner Leutrakete durch die Gegend? Ja, und nu? Und nu? Und was machst du jetzt? Stehst hier neben der Brücke. Toll. Frag mich, was das wird. Also die Person ist hier. Die hängt dort in der Ecke rum. Nur sie bewegt sich noch. Das bedeutet, sie ist das potenzielle nächste Opfer. Ganz toll. Ja, wie ich schon sagte, sie ist das potenzielle nächste Opfer. Oh. Oh, wie ärgerlich. Oh. Das Ding an der Wand abgeprallt. Wie mies, ey. Die einzige Person, die sich noch bewegt hat. Und die versuchen da jetzt echt nur noch zu verharren, bis das Match rum ist, oder was? Alter, was seid ihr denn für Spacken? Sagen die noch was? Keine Ahnung. Das sind richtige Teamschweine, ey. Ja,
kann jetzt, warte mal. Hoffentlich kommt er zu dir. Natürlich nicht. Jetzt warten die in die Minute 40 noch ab. Weil das Match dann vorbei ist. Hey, hoffentlich kriegt er dich jetzt. Ja. Gegönnt sei es dir. Tja, und jetzt? Sehr schön. Tja. Ich hatte. Jetzt fehlst du nur noch. Ja. Das finde ich ist sowas von gerechtfertigt. 50 Sekunden. Ich hoffe, er schafft es. Weil das gönne ich ihm jetzt einfach. Also das ist hier... Ich weiß nicht, campen auf unterstem Niveau. Wenn er Glück hat, schafft er es wirklich noch. Es sind nur noch 30 Sekunden, ich weiß, aber er könnte es packen. Wäre schade drum, wenn er es nicht packt. In diesem Fall wäre es echt schade. Ich meine gar nicht, weil er mich als uns in dem Fall als erstes bekommen hat. Das finde ich gar nicht so schlimm. Weil man auch immer noch gucken kann, was die anderen so veranstalten. Aber in diesem Fall... fucking nochmal ungerechtfertigt überlebt. Und freut sich jetzt wahrscheinlich auch noch seines Lebens. Mommy has a reward for you. Come home, sweetie. Ja. 7 von 8. Und wir haben ein Level Up. Jawohl. Sehr schön. Wir haben es hinbekommen. Wir haben einen neuen Badge. Snake. Und The Bookish Girl haben wir. Bücherwurm. Ja. Sehr schön. Nächste freigeschaltet. Also hier, ey. Ah, der Host löst auf, oder? Ja. You were kicked. Host has left the game. Kein Wunder. Kein Wunder nach dem Match. Aber gar kein Problem für uns. Ich fand das Match war gut. Es hat Spaß gemacht und ich suche jetzt nicht nochmal nach einem neuen Match. Wir gehen einfach mal in Customize und gucken uns den nächsten Kanzler an. Kanzler? Kanzler? Denn wir haben jetzt Deborah Kim. Das ist Deborah Kim. Und die können wir auch schon ausstatten mit dem Body Spray. Body Spray. Mit dem Healing Spray und mit weniger Angst vor toten Körpern. Sie ist sehr gut im Reparieren. Hat sie auf 10. Unsichtbarkeit bei 9. Stamina bei 3. Also wenig Ausdauer. Relativ wenig Speed. Aber das macht nichts. Das ist alles im Rahmen. Ja, das wollen wir so übernehmen. Und wir gucken noch mal eben bei Progression. Denn wir haben neue Badges. Und zwar haben wir... Public Health, use the first aid spray on a teammate. Ne, das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Demolition Derby, stop the car. Das hier. Hide and seek and destroy. Kill a counselor in a hiding spot. Das ist neu. Wir haben jemanden in einem Versteck. Und das hier ist neu. Snake, break free from Jason's grab.
Without a pocket knife. Ja, einfach nur mit einem Kick. Ist geschafft. Sehr gut geschafft. Ja, das sind unsere neuen Badges dabei. Bamela Tapes haben wir nicht eins. Aber die werden wir uns mit Sicherheit auch noch des Weiteren erspielen. Wir sind jetzt Level 6. Haben es also ein bisschen weiter geschafft. Wir schauen mal, was in der nächsten Folge passiert. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht. Mit Freiheit. Ciao.